Tag, mein Name ist Polonius Fischer, Kriminalpolizei Mordkommission. Kann ich mich zu Ihnen setzen? Bitte nehmen Sie ruhig Platz. Wie heißen Sie? Jakob Seiler, aber das ist nicht mein richtiger Name. Was wollen Sie denn von mir? Kennen Sie dieses Mädchen? Wissen Sie, wo sie sich aufhält? Haben Sie diese Frau schon einmal gesehen? Die Frau kenne ich nicht. Die Wirtin sagt, sie hätte sie zusammen gesehen. Deshalb sind Sie hergekommen. Die Frau ist tot. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Wer sind Sie? Meinen Namen sage ich Ihnen nicht. Meinen richtigen Namen kennt niemand, weil ich ein neues Leben führe. Vergangenheit ist vorbei. Was machen Sie so den ganzen Tag? Was machen Sie von Beruf oder was haben Sie von Beruf gemacht? Von Beruf war ich Nutte. Ist es ein Verhör jetzt? Nein, das ist ein Gespräch. Sie kennen das Mädchen und kennen vermutlich die Frau. Warum lügen Sie, Herr Seiler? Warum ziehen Sie Ihre Jacke nicht aus? Tragen Sie eine Waffe? Nein. Sie kommen total unbewaffnet hier herein. Ja. Ich auch. Sie vergreifen sich an meinem Eigentum. Ich zeige Sie an, Sie haben überhaupt keine Befugnis an diesem Tisch. Was wir hier führen, ist eine Art Vorgespräch, Herr Vlies. Ich belehre Sie, dass Sie als Zeuge zur Aussage verpflichtet sind. Was haben Sie am vergangenen Freitag gemacht? Am Freitag habe ich geweint. Weshalb? Aus Traurigkeit. Ist jemand gestorben? Eine Frau vielleicht? Wer war diese Frau? Überprüft den Namen Sebastian Vlies. Sucht nach dem Mädchen bei ihm, durchsucht die Wohnung. Ja, es besteht Verdunkelungsgefahr und Gefahrenvollzug. Sebastian Vlies, geboren am 17. März 1956 in Fürth.